Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret of Mana. Ich weiß, die letzte hat etwas abrupt geändert, weil OBS irgendwie nicht mehr wollte. Ist aber auch nicht schlimm. Also bin hier gelandet. Also ich bin dann praktisch zu unserem alten Dorf gegangen, wo wir rausgeflogen sind. Bin hierher gegangen und habe mir also hier, ich habe mit den Kleinen hier gesprochen, der sagt Kuh. Und dann haben die halt gesagt, so, boah, der weint, weil Minus sein Dorf überfallen haben. Hier oben steht übrigens Berti. Und was ich dann gemacht habe, ist einmal hier runtergegangen in den Frühling. Es tut mir wirklich leid, dass es diese Aufnahme hier jetzt nicht gibt, aber ja, wie gesagt, ihr habt nicht viel verpasst. Hier sind ein paar Turbo-Pusche. Das sind praktisch die stärkeren Mümmler. Ich habe bei unserem guten Freund, den Wucherkater, schon mal die besseren Mützen für Layla und für Socke gekauft, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch. Künstlicher Nebel. Oh, Layla ist geschrumpft. Dafür haben wir den Schrumpfhammer bekommen, für genau diesen Fall. Und ja, wir müssen jetzt praktisch dem Minus helfen, ihr Dorf zurückzubekommen. Das hier sind auch noch ganz große asoziale Gegner. Es sind alle Gegner hier irgendwie asozial. Ich denke auch, dass Socke gleich noch ein Level abkommen sollte. Aber ja, wir gehen einfach mal weiter. Ja, also wie gesagt, ihr habt eigentlich nichts verpasst außer dem Flug, aber der Flug war ziemlich uninteressant. Man ist einfach gelandet. Das war's. So, da kann man alles killen, was bei drei nicht am Baum ist. Ganze Poseidon-Kröten. Okay, ihr seht schon, es ist, die Gegner hier sind um einiges stärker als wir. Deswegen werde ich jetzt auch eine Runde Heilwasser schmeißen. Einmal an alle bitte Heilwasser. Und da kommt schon der nächste Gegner, der direkt wieder Schaden macht. Was für ein Mistteil. Scheiß Turbo-Pusche. Ja, wir ignorieren den Arsch jetzt einfach mal. Ja, danke. Der den einen Punkt kannst haben wegen mir. So, hier sind ein paar Minus. Das ist praktisch das Dorf der Zappler und das wurde jetzt von diesen Minus überfallen. Ich versuche es jetzt mal mit einer Schlammbombe. Okay, das hilft schon mal nichts. Das sind übelst die beschissenen Gegner. Die drehen sich ein, machen mega Schaden und am besten man trennt sie und macht einen nach dem anderen. Magie hilft, wie wir gerade gesehen haben, ziemlich wenig. Ich versuche jetzt mich immer aufzuladen und drauf zu. Und was macht Pieri da schon wieder? Ja, ich gehe schon deinen Stein aus dem Weg. Ich bin nicht blöd. Die haben jetzt beide eher eine Distanzwaffe, die Socke und Pieri. Und ich denke, irgendwie sollten wir es managen können. Okay, den ersten haben wir. Und da unten dreht sich noch was. Wäre voll cool, wenn ihr die da unten besiegen könntet. Ah, wir haben Schokolade bekommen. Okay, jetzt haben wir eigentlich alle besiegt. Das sind Zappler und keine Mukris. Warum haben die denn jeden Namen geändert? Das ist so traurig. Ja, hier ist jetzt auch unser Freund der Berti. Aua, mein Kopf. Oh. Was hast du? Wow, ich kann endlich mir wieder an alles erinnern. Durchlaufe die Jahreszeiten von Frühling bis Winter. Nächstes Frühjahr erscheint dann das Dorf dahinter. Okay. Cool. Hier sind zwei Orden. Orbs. Einmal der Axtorb. Und dann ist hier nochmal. Ich wusste gar nicht, dass hier auch ein Wucherkater steht. Und einmal noch die Klauen. Zwei Waffen, wovon ich jetzt nicht unbedingt der Fan bin. Die Axt ist noch in Ordnung, aber die Klauen sind wirklich nicht mein Fall. Ja, ich habe welche für dich. Einmal habe ich nämlich die Klauen, ja. Und dann habe ich noch die Axt. Ja, da ich Layla spiele, kriegen die anderen beiden die
Waffen. Also du kriegst einmal die Klaue und du kriegst die Axt. Perfekt. Schauen wir mal, ob er was anderes hat. Alles vorne, aber ich glaube fast nicht. Kaufen. Ich möchte nicht speichern, weil ich Angst habe, dass die Aufnahme schon wieder nicht klappt. Magische Nüsse brauchen wir jetzt dringend mal. Ich weiß, die kosten ein bisschen was, aber wir brauchen die, weil die die Magie aufpowern wieder, wenn wir halt... Aber wir müssen speichern. Ich speichere jetzt einfach mal und hoffe aufs Beste. Speichern. Ja. Ja. So, ich hoffe mal aufs Beste, dass die Aufnahme diesmal funktioniert. Wenn nicht, hat man die kleinen süßen Minus nicht gesehen. Okay, wir fangen vom Frühling praktisch an und müssen dann einmal die Jahreszeiten durchlaufen. Das wird ein bisschen asozial, weil die, wir haben ja eben schon gesehen, die Dinger sind ein bisschen scheiße. So, Frühling. Jetzt kommt der Sommer. Okay, Sokka hat sich wahrscheinlich an den Stein verletzt. Oh, ich muss sie heilen. Also das musst du, also hier muss man wirklich schauen, dass man nicht verreckt. Das ist ein bisschen nervig. Die Gegner können sich auch selber heilen. Okay, die sind bewusstlos. Normalerweise früher lagen die dann einfach am Boden da. Ich hoffe, dass sie... Also ich mache jetzt die Gegner halt auch, dass die anderen zwei ein bisschen aufleveln können. Und dass wir vielleicht noch ein paar einfach so Levels kriegen. Also diese, wie heißen sie? Ich schau mal kurz rein, wie die heißen. Status, die... Ja, einfach in die Stufe hochsteigen. Also Layla hat's fast, ja. Das geht hier echt wahnsinnig schnell. Und ich weiß, welche Gegner jetzt gleich kommen. Der ist halt auch nicht so easy und zu unterschätzen, deswegen... Gehen wir einfach mal den Weg und nehmen jeden Gegner mit, der uns sich in den Weg stellt. Oh, die Eulen sehen echt creepy jetzt aus. Auch mit diesen Wimpern oder was das darstellen. So sieht aus wie so ein Emoji. Ja, cool, ist kaputt. Die verwirren einen immer. Ja, ich sag doch, die verwirren einen immer. Die Gegner, die machen halt so heftig Schaden teilweise. Jetzt in der Winter, der, ich glaube, Winter ist sogar die heftigste Jahreszeit, als das hier jetzt gerade nichts dagegen. Also, ich denke auch, dass wir jetzt eine Walnuss brauchen werden. Ja, Piri ist verwirrt. Aber ich war heute auch bei Piri daheim, weil die ja bei meinen Eltern ist praktisch. Und es war voll süß und mein anderer Hund war auch da und ja. Piri hat nur einmal auf den Boden gekotzt. Ja, wie gesagt, also ihr habt gesehen, 700 hatten wir eben. Jetzt haben wir 5 Gegner erlegt und wir haben Level Up. Also es geht hier echt wahnsinnig schnell. Die Waffen gehen leider nicht schneller und hier müssen die Donnergrabben sein. Die heißen wahrscheinlich nicht mehr Donnergrabben, sondern die heißen, ich glaube Todesgrabben heißen sie hier. Hier fliegt nur eine Eule rum. Nehmt mal die mit. Ich kümmere mich um die Krabbe hier unten. Bluteule, das ist ein Ninja-Kauz. Und wie gesagt, also aufleveln ist halt... Müssen wir halt dann direkt eigentlich wieder. Ich schätze mal... Die Folge noch und dann nächste und dann ist schon wieder aufleveln, vermute ich. Weil hier kommt man nicht weit, wenn man nicht auflevelt. Wir machen irgendwie in diesem Spiel nichts anderes eigentlich als aufleveln und irgendwelche Wege. Jetzt ist praktisch meine Steuerung vertauscht und ich bin scheiße, wenn meine Steuerung vertauscht ist. Okay, sie ist genau parallel vertauscht. Ja. Erlegen wir den noch. Okay, Waffenlevel von Piri ist jetzt sogar gestiegen. Das heißt, wir könnten da mal tauschen. Dann nimmt Layla die.
Ja. Okay, du hast es auch fast. Das ist krass. Also es ging jetzt schneller als gedacht. Okay, die machen wir noch. Okay, ich schalte um auf Piri. Ja. Dann will ich auch schon mal sagen, das war's dann mit dieser Folge. Und nächste Folge geht's dann weiter mit Secret of Mana. Bis dahin. Tschüss.